Die Lecks gehen vorbei und wir gucken uns jetzt an, warum er enttäuscht von Tanzverbot ist, meine Freunde. Das Video habe ich nicht gesehen, weil ich nicht wusste, dass es ernst gemeint ist. An die Leute, die fragen, warum das so spät kommt. Guten Morgen, Leute. Ich sehe furchtbar aus, aber ist kein Problem, denn ich bin beim Friseur. Und wer noch hier oh, ist, Glück Jonah gehabt, und Moritz, nicht umdrehen. Eure Friseur darf man sehen, oder? Okay, bei ihr ist es egal. Egal, ich habe den Friseur gesehen. Ich brauche den Block nicht mehr gucken. Die sehen einfach genauso aus wie vorher, oder nicht? Auf jeden Fall die haben sich gerade die Haare geschnitten. Aber ich werde natürlich, um Vodafone wieder eins auszuwischen. Oh, Digga, hallo, warum kann ich denn hier nicht Dings drücken? Oh, Junge, das buggt hier irgendwie gerade alles. Ich werde nochmal ein Video hochladen, um die nochmal unter Druck zu setzen. Ja, super auf jeden Fall von Vodafone. Da hat man eine 1 Gigabit-Leitung und die Bitrate geht durchgehend runter und hält sich kein Stück. Also bei euch bin ich wirklich gerne Kunde. Man merkt, das ist wirklich auch das Wichtigste, dass ihr ein Produkt liefert, was auch wirklich gut ist. Kleine Bastardkinder, Alter. Okay. Wirklich auch das Wichtigste. Oh, Junge. Zeig nur bei Moritz dabei. Ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare. Nein, also voll bei mir. Ist der letzte. Nein, bei mir schreiben die Leute, hey, bei dir im Video kommt Moritz voll sympathisch rüber. Nee. Warum ist auf deinem eigenen Kanal immer so clickbaity unterwegs? So, wir sehen uns beim Friseur, bis gleich. Seiten auf null, Baby, fresh wie die 90s. Low fade wie die Nike. Seiten auf null, Baby, fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel. Seiten auf null, Baby, fresh wie die 90s. Ich hoffe, ich hatte die Rechte an dem Song, wa? Okay, Leute, ich bin durch mit dem Friseurtermin. Ich habe die Seiten jetzt mal nicht ganz so kurz gemacht, weil ich eigentlich gerade die Haarlänge. Ja, eigentlich ist Seiten auf null, ne? Nicht ganz so. Ja, weiß ich nicht. Seiten auf null ist mir manchmal ein bisschen zu krass so. Und ich habe einfach meinen Bart ein bisschen in Form gemacht. Ja, zu krass so, ey. Das ist mir zu viel, Digga. Diesen Vibe, Alter, den kann ich nicht aufnehmen. Das ist einfach too much dann am Ende. Und auch. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden so, weil es sieht so gemütlich aus. Ich mag einfach lieber gemütlich, was das so ein bisschen gemütlicher aussieht. Gut, ich. Ich frage jetzt mal Tanzi, wie es bei ihm abgeht. Er ist jetzt seit der zweiten Woche sehr ein bisschen chilliger unterwegs. Also er macht mit Nilo so ein bisschen, fährt so ein bisschen rum und macht so ein bisschen ja, mehr so Urlaub und so. Ist ja auch okay, kann man machen. Ich hatte mir nur vorgestellt, dass wir halt mehr ja, Sport und so zu machen. Oder mal bei ihm kochen oder bei mir. Das Problem ist, Tanzi sagt zwar fast alle, er hat halt keine Lust. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, aber das finde ich eigentlich. Ich habe auch keine Lust, mit der zu laufen, so ein Papa. Das habe ich jetzt die erste Woche gemacht. Hätte ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Also ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass Tanzverbot das Ganze richtig durchzieht, so muss ich sagen. Weil ich so dachte, also der war ja hier, wo der in Deutschland war und diese Videos gemacht hat, der hat meiner Meinung nach schon so mega motiviert gewirkt, so richtig so, ja, mein Digga, ich zieh durch, ich mach das, Alter, ne, alles wird komplett eskaliert hier und kam halt einfach, nee, doch nicht irgendwie, jetzt zieht er doch nicht durch. Ja, ist natürlich irgendwo auch scheiße für Unge, finde ich, muss ich tatsächlich auch sagen, wenn Tanzverbot halt überall Nein sagt, ich meine, er macht ja noch ein Statement so. Aber ich finde halt auch aus zwei Seiten das einfach doof. Ich meine, auf der einen Seite, Unge holt halt Tanzi auf die Insel, der hat ihm ja eine Wohnung besorgt, der hat da wirklich Zeit reingesteckt und so. Und ja, natürlich war dann irgendwo dann, er bezahlt ja nichts dafür, ne, aber es war dann abgesprochen, dass sie halt zusammen Sport machen und durchziehen und so. Und da finde ich schon ein bisschen doof von Tanzverbot, dass er dann sagt, ey, habe ich keinen Bock drauf so, ne, oder weniger macht, sag ich mal. Ich glaube, nach dem Video hat er sich ja sogar angemeldet. Ja, also so ganz schlimm war es dann ja wohl irgendwie doch nicht. Aber das finde ich auf der einen Seite halt doof. Und auf der anderen muss ich halt auch einfach sagen, es ist auch für Tanzverbot selber einfach doof, ne? Weil er natürlich einfach die Chance liegen lässt. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich davon ausgegangen, dass der durchzieht so, ne? Wo der so nach Madeira gekommen ist, hat man so gemerkt, finde ich, in den Videos, boah, Digga, der will richtig durchballern irgendwie, ne? Also sah auf jeden Fall halt so aus. Ich meine, man muss ja nicht sofort durchziehen, ja, ich denke auch Unge erwartet jetzt sich erst den ersten Tag da, zack, wird komplett durchgezogen alles, so, aber dann gar nichts mehr zu machen, ich meine, vor allem kochen, also ganz ehrlich, ja, wenn Unge jetzt sagt, jo, wollen wir kochen, würde ich sagen, Bruder, komm vorbei und wir kochen so, ne, bring was mit oder wir gehen einkaufen, so, dann passt es doch und auch das finde ich so etwas doof, ist selber schuld zu denken, dass Tanzverbot das durchhält, wenn zwischendurch 30 YouTuber kommen. Ja, gut, aber keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, inwiefern da die Kommunikation zwischen denen gestimmt hat. Also ich zum Beispiel, mich hätte das halt so gar nicht interessiert. Also ich finde persönlich sowas immer cooler, wenn man dann sogar neue Leute kennenlernt. Ne? Vor allem, weil das ja auch alles so YouTuber sind, die man so aus dem Internet kennt. So, das finde ich halt nicht so schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das auf der Insel halt ist. So hängt Unge so den ganzen Tag da mit denen rum oder. Oder wie ist das so, weißt du? Das ist ja, wenn die jetzt zwar auf der Insel sind, aber die sehen sich ja trotzdem nur mal am Abend oder gehen vielleicht mal was essen oder so, dann ist ja trotzdem noch genug Zeit, wo er quasi mit Unge auch so alleine sein könnte, sag ich mal. Aber ich möchte ihm jetzt nicht mehr so hinterher rennen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich lasse ihm halt sein Ding machen, so. Ich habe ihm auch. Ich weiß nicht, auf Instagram hat er auf jeden Fall gepostet, dass es vielleicht der letzte Vlog aus Madeira ist. Also das letzte Statement, was er gepostet hat. Kann man jetzt natürlich auch so hinstellen, ja, es ist das letzte Statement, weil er dann kein Statement mehr macht einfach, weil dann alles wieder gut ist.
Kann aber auch sein, dass er wieder zurückfährt, ne? Man weiß es nicht. Um Ernährungsplan, beziehungsweise erzählt, was er so essen kann, wie mir erklärt, worauf wir halt achten, weil wir gerade sozusagen High Carb, Low Fat machen. Müsste er theoretisch auch nicht, weil er ist ja eh nicht vegan, also er könnte auch theoretisch Low Carb essen. Also theoretisch könnte er sich einfach aussuchen, was er isst, weil er isst ja sowieso was, was er möchte, weil er sich quasi nicht wirklich sagen lässt, was er essen soll oder was nicht. Ich habe auch nie gesagt, dass er irgendwie sich unbedingt vegan ernähren soll, aber selbst wenn wir einmal am Tag nur was Veganes essen gehen und er davor schon ein Steak oder so hatte, selbst dann sagt er immer so, oh nee, kein Bock und so. Und ist auch okay, so er soll sein Ding machen, aber ich dachte, er wäre hier hingekommen für so ein, für halt 3 Monate mal richtig den Arsch hochzukriegen und nicht um hier Urlaub zu machen, so. Also ist auch schön, hier mal Urlaub zu machen. Ja, Unge, also ich würde hochkommen, Digga. Ich würde durchziehen. Was anderes vor. Aber ich möchte ihm auch halt nicht mehr reinreden, weil ich habe die erste Woche bin ich mir immer hinterher gelaufen, habe ihm gesagt, das und das und das, habe nein zu dem und dem und dem gesagt. Und jetzt soll er von sich halt ankommen, ne? Also wenn er was möchte oder wenn er irgendwas... Na gut, also ich verstehe Unge da halt wirklich komplett. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass man so den ganzen Tag dann da hinterherläuft. Oh, dankeschön. Ich hätte jetzt auch nicht so Bock. Ich habe übrigens Essen bestellt hier. Ich hätte jetzt auch keinen Bock irgendwie, dass man den ganzen Tag jemanden hinterherlaufen muss. Ich glaube, bei so Leuten wie Tanzverbot würde ich aber glatt noch eine Ausnahme machen, weil das für ihn natürlich auch eine echt krasse Umstellung ist so. Und ich glaube, manchmal braucht man doch einfach jemanden, der einen quasi so zwingt, diese Sachen zu machen. Also ich glaube, ich würde teilweise nicht mal sagen, jo, hast du Bock, was essen zu gehen oder Bock zu kochen, sondern ich würde einfach mit Lebensmitteln zu ihm kommen, klingeln und dann macht er halt, wenn er aufmacht, dann sage ich, Digga, wir kochen halt jetzt, ne? Ist mir egal, ob du Bock hast oder nicht, dafür bist du halt hier, so. Und ich kann Unge natürlich aber auch verstehen, man möchte halt jetzt auch nicht so der Daddy, sage ich mal, sein, der dann, ja, dann so alles erzwingen muss, sage ich mal, sondern es muss natürlich trotzdem auch schon was von Tanzverbot kommen, ne? Wenn der was machen möchte, soll er sich bei mir melden, weil ja, diese ständige ich muss aber sagen, das finde ich bei Unge halt auch so mega cool, dass der halt so fucking bodenständig ist. Ich meine, der könnte halt locker so richtig krasse Markenklamotten tragen oder so. Also er ist halt, ja, locker Millionär. Ich glaube, da müssen wir uns halt nicht drüber diskutieren. Und er trägt trotzdem halt einfach so ein Minecraft-T-Shirt, Digga. Wie geil ist das? So, er könnte jetzt auch locker wahrscheinlich ganz Madeira aufkaufen, aber denkt sich so, ja, Mann, das 15€ Minecraft-T-Shirt, das ist es einfach. Feier ich wirklich, finde ich sehr, sehr cool. Halt nicht das, wofür meiner Meinung nach Tanz hier hingekommen ist. Ich dachte, wir hätten beide so ein ähnliches Ziel. Ich würde mich halt langsam gerne beim Fitnessstudio anmelden, aber ich habe auch keine Lust, jeden Tag nachzufragen. Also ihr merkt, ich bin langsam etwas, ja, ein kleines bisschen bin ich genervt, sag ich mal so. Ja, also Tanzi und Nilo waren auch gestern alleine mit dem Friseur, haben mich auch nicht gefragt, ob ich mit möchte oder so, deswegen bin ich jetzt auch alleine zum Friseur gegangen. Also ich habe da halt Jona und Amos getroffen, also sie waren nicht so. Aber ich finde zum Beispiel auch mega cool, muss ich einfach mal sagen, dass Tanzverbot sich mit Nicht-Nilo so gut versteht. Also ich mag Nicht-Nilo auch, das ist ein sympathischer Typ, ich habe den ja auch schon ein paar Mal gehostet oder hoste den ja jetzt auch automatisch so mega oft. Ich finde den auf jeden Fall sehr sympathisch so und freut mich auf jeden Fall, ne, dass die beiden sich so verstehen, muss ich sagen. Ja, also hätte ich, gut, hätte man das gedacht. Gute Frage eigentlich. Wenn man davon ausgeht, dass die beiden sich verstehen, schwierig, oder? Eher nicht, würde ich sogar fast sagen. Zusammen da unterwegs. Die sind jetzt auch nicht dabei, weil die waren halt schon eine Stunde vor mir da. Gestern waren wir bei den anderen in der Villa. Da habe ich auch Tanzi gesagt, wenn du möchtest, können wir was zusammen kochen oder was zusammen essen. Er sagt dann immer nur, ja, okay, alles klar. Ich schicke ihm deine Adresse und so. Er sagt dann, hey, jetzt ist er drauf. Hi, cooler Hoodie. Ist der nicht zu warm? Ja, direkt in den Arm nehmen. Ja. Da macht aber hier einer ein bisschen auf Oliver. Ja, was ich auch sagen muss, also, was wollte ich denn gerade sagen? Was hat Unge denn gerade nochmal gesagt? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Aber vielleicht fällt es mir nochmal ein. Soll ein Foto machen? Ja, okay. Okay, Lukas möchte Schlinger Schluck battle. Okay, du denkst, du kannst besiegen? Ja, sicher. Lukas ist ein Tier, habe ich gehört, der Schlinger Schluck. Okay, bist du bereit? Schnick, Schnack, Schnuck. Oh! Digga, er ist auch aber einfach jetzt der beliebteste in der Klasse, oder nicht? Vor allem, der ist auch voll sympathisch irgendwie so, ne? Also, es gibt halt so richtig nervige Fans und der ist so voll cool drauf eigentlich. Ich habe Lukas zerstört. Ich werde jetzt noch einmal Tanzverbot fragen, was bei ihm jetzt abgeht, ob er schon überhaupt schon wach ist, weil die waren, glaube ich, wieder bis 6 Uhr wach gestern. Und ich würde halt mich gerne im Fitnessstudio anmelden, mit ihm am liebsten zusammen. Aber wie gesagt gerade, ne? Ich bin halt auch langsam, habe ich so ein bisschen genug vom Hinterherrennen. So, weil ich denke mir, Tanzverbot ist hier, weil er auch etwas möchte und nicht, damit ich die ganze Zeit den bösen Papa spiele, der sagt, das darfst du nicht und jetzt müssen wir das machen und jetzt müssen wir das machen. Ich erwarte ein bisschen von ihm, dass auch von selber was kommt, ja. Deswegen werde ich jetzt noch einmal von mir aus fragen und wenn nicht, werde ich mich da schon mal anmelden, kann ich auch selber nachher anmelden. Vielleicht brauche ich auch einfach jetzt mal nach der ersten Woche ein bisschen Zeit oder so. Ich will ja auch nicht stressen, wisst ihr? Ich möchte halt einfach, also es hört sich jetzt so negativ an, aber ich bin auch vieles schon stolz so. Ich bin sehr stolz darauf, dass er kein Mal bei Mc's war, seit er hier ist so, dass er halt sehr viel ausgewogener ist. Er isst zwar jeden Tag, glaube ich, Steak oder so, aber es ist ja auch nicht schlimm so. Für ihn ist es ja auch eine riesen Lebensumstellung, deswegen
finde ich jetzt ja, auch nicht so übel. Auch, also er macht jetzt schon mal zumindest ein paar Fortschritte. Ich frage mich aber auch, was die immer die ganze Nacht machen. Ich meine, man könnte auch einfach früh schlafen gehen und morgens den Tag irgendwie genießen. Böse oder so. Ich finde es so schade, dass er das ein bisschen mit den Legs geht weg, nach das der immer ersten um motivierten Uhrzeit. Woche jetzt ein bisschen das Gefühl, alles ein bisschen etwas mehr steifen lässt. So. Aber ich finde schon, er hat auf jeden Fall gute Fortschritte gemacht. So. Aber man merkt, jetzt kommt langsam der Alltagstrott und das ist halt das, was ich versuchen möchte zu verhindern. Okay, ich habe Tanzi jetzt eine Sprachnachricht geschickt. Allerdings steht bei seinem Online-Status das letzte Mal online um 6.53 Uhr. Also scheinbar war er bis 7 Uhr oder noch länger wach. Das heißt, er wird wahrscheinlich erst ja, heute spät nachmittags aufstehen. Und ich streame ja immer um 19 Uhr und das heißt, wir werden es heute wahrscheinlich wieder nicht sehen, weil er halt die ganze Nacht wieder mit Nilo unterwegs war und das geht halt die letzten Tage so. Ist ja auch okay, ne? Wenn ihr jetzt gerade noch, Nilo ist ja nur noch bis 2 oder 3 Tage da, wenn ihr zusammen einfach noch ein bisschen Party machen wollen und Urlaub machen wollen, okay. Wenn ihr danach wieder das Ganze mit ein bisschen mehr Disziplin sieht, ist mir das... Ja, nee, Leute, die Legs und so weiter, das liegt weder am Wetter noch sonst irgendwas. Das Ding ist einfach, dass Vodafone der schlechteste Anbieter ist, den es halt auf diesem Planeten gibt. Die haben irgendwie in unserer Region oder so, sind die irgendwie so komisch überlastet und machen gerade so komische Tests oder so. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, das haben die mir geschrieben. Und das kann sich halt bis in den März reinziehen. Ja, und deswegen leckt das halt einfach. Ich kann halt nichts dagegen tun, so. Also wenn es euch stört, dann schaltet ab und guckt in 10 Minuten nochmal oder so, weil die bleiben auch nie die ganze Nacht. Also das ist immer so gegen 9 komischerweise, so 10, 20 Minuten und dann sind die Lecks halt auch wieder weg, Mann. Und ja, geht gar nicht, Mann. Also ich frage mich echt, wie schlecht ein Internetanbieter sein kann, dass du es nicht hinbekommst oder dass du über einen Monat brauchst, um sowas zu fixen. Das geht wirklich überhaupt gar nicht, Mann. Das geht überhaupt nicht, Mann. Das ist egal, er soll ja sein Ding machen. Nur dieses Hinterherlauf habe ich halt keinen Bock mehr. Deswegen, ich melde mich jetzt beim Fitnessstudio an, dann sehen wir uns gleich. Da ist mein Uber. So, ich bin jetzt bei einem Fitnessstudio, was wir uns angucken wollten. Er fährt und nicht Bus. Vielleicht finde ich ja schon ein gutes, dann Tanz wird auch Zeit gespart. Da muss er sich nicht alle mit angucken. Wenn das jetzt ein sehr gutes ist hier, dann kann ich Tanz ja Bescheid sagen. Da gehen wir rein. Ich war noch auf meiner Schwester, weil meine Schwester wollte sich mit uns beim Tanzstudio anmelden. Die Bams, man kennt sie. Gucken mal, ich denke, Tanzi wird erst sich in den nächsten paar Stunden überhaupt melden. Wir schauen uns mal ein paar Fitnessstudios an, beziehungsweise ich habe das jetzt erstmal hier ausgesucht und das halte ich für das Beste. Und wenn das richtig geil ist, dann können wir das auf jeden Fall direkt uns da auf jeden Fall mit Mitgliedschaft eintragen. Das wäre nice. So, ich war jetzt mit meiner Schwester und dann sehen wir uns. Oh, Ehre, Mann, Alter. Da gucken wir. Danke, der Götter. Tanzi ist leider immer noch nicht wach. Wir haben jetzt knapp noch eine Stunde gewartet, noch ein Business-Meeting und alles. Bis jetzt habe ich auch keine Antwort bekommen. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal das Fitnessstudio an und wenn es gut ist. Also, keine Ahnung, das Ding ist, also ich zum Beispiel muss aber auch sagen, wenn ich jetzt Tanzverbot wäre, jetzt also nichts gegen Tanzverbot, so, aber mir wäre das, glaube ich, so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Wenn ich dann auch sowas sehe und ich höre so, ja, der hat jetzt extra noch mal eine Stunde gewartet und so hat schon mal andere Dinge gemacht, damit ich halt dabei sein kann. Und du schläfst halt einfach so, ne, obwohl das ja, also ist jetzt natürlich keine Verabredung gewesen, aber du bist ja eigentlich genau deswegen nach Madeira gekommen. Finde ich halt schon dann, also würde ich persönlich sehr unangenehm finden, einfach selber, ne, dass ich dann doch lieber den ganzen Tag penne und nichts mache. Dann empfehle ich natürlich auch Tanzi, dann können wir die nächste Zeit auch zusammen trainieren, wenn er wieder Lust hat, was zu machen. Direkt hier am Meer und wir gehen jetzt mal rein und gucken uns das mal an. So, wir waren jetzt im Fitnessstudio, es gibt auch einige so Kurse und so, ich zeig mal ganz kurz diesen Zettel. Kann man kurz einmal reinzeigen hier. So also verschiedene Kurse und alles, um welche Uhrzeiten man das sowas machen kann. Oder einfach ganz normal trainieren und so. Und Tanzi hat sich auch gerade gemeldet. Ich habe ihn gefragt, ob er mit möchte zum Fitnessstudio. Und er hat gesagt, er würde es sogar sehr gerne lieber alleine machen, weil das erste Mal Fitnessstudio möchte er halt dann auch filmen und so. Und er möchte nicht, dass wir dann das gleiche filmen. Also ist alles in Ordnung. Gut, dass ich alleine gegangen bin, weil Tanzi will eh nicht zusammenkommen. Nicht, dass es dann 10.000 Tricks weniger gibt, wenn man das gleiche filmt. Das ist das Wichtigste hier, ne? Da müsst ihr daran denken, Tanzi. Es geht nicht um deinen Körper, es geht um die Klicks, immer dran denken und deswegen bloß nicht irgendwas zusammen machen, weil es könnte ja dann doppelten Content entstehen. Hier sind wir jetzt. Na gut, ich muss sagen, die Ausrede finde ich aber auch ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. So zu sagen, ja, nee, ich möchte halt nicht mit hin, ne, weil ich will das halt gerne filmen und so. Ich sag mal, er kriegt, glaube ich, sogar mehr Klicks, wenn er das mit Unge gemeinsam macht. Und außerdem ist es ja nicht so, dass die beiden dann exakt das gleiche filmen, sondern trotzdem hat ja jeder noch irgendwo sein Video. Und da finde ich auf jeden Fall auch ein bisschen schwach dann die Ausrede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und es bringt, glaube ich, auch mehr Klicks, wenn er was mit Unge zusammen macht, kann ich auf jeden Fall mir vorstellen. Und kaufen noch die Sachen, die wir fürs Fitnessstudio brauchen. Wir brauchen noch eine Badehaube für den Eventsbereich und so. Und Cane Man vielleicht, weil ich das nicht langweilig finde, schon mal darüber nachgedacht so. So ein paar noch mal Sachen einkaufen. Und Handtücher für die Geräte, so kleine Handtücher. Er hat einfach keine kleinen Handtücher zu Hause, sondern das ist einfach Unge. Naja. Unge, 24, Millionär, hat keine Handtücher. Aber
So muss das sein. So, es gab jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ihr habt ja eben gesehen, das war, ich war beim Fitnessstudio. Jetzt habe ich den Umblick durch und alles. Und ich habe ja vielleicht heute Mittag auch mitbekommen, also im Video vorhin, dass ich ein bisschen sauer oder vielleicht ein bisschen angepisst war wegen Tanzi. Und gerade mal, wer es hier ist. Tanzi, wir haben uns jetzt gerade geboxt. Wir sind nicht angepisst, jetzt lieben wir uns wieder. Nein, nein, so schnell geht's nicht. Also, doch, doch. Warte, das war das Video. Ich bin ja, ich habe ja auch, ich war ja, ich bin ja auch nicht auf dich angepisst, sondern auf manche Sachen, wie sie jetzt die letzten Tage gelaufen sind. Ja. Weil ich eigentlich denke, da reden wir gleich drüber, wir machen gleich eine kleine Talkrunde, dass du ja hier bist, weil du ein Ziel hast und nicht so Urlaub machen, so mäßig. Hey, 10.000 Schritte schon. Ehre. Ja. So, okay, wir machen gleich einen Talk. Bis gleich. Okay, erstmal hallo. Jetzt nochmal von mir hier an dieser warum, Stelle. Warum trägt er eigentlich Superdry? Ich verstehe das nicht so. Ich meine, ich trage auch kein T-Shirt, wo halbsteif draufsteht. Ihr habt ja gemerkt, ich war heute ein bisschen genervt von Tanzo. Ich habe heute schon ein bisschen über dich geredet. Und zwar, dass ich gesehen habe, dass du bis 6.50 Uhr wach warst. Und dann wusste ich, du wirst wahrscheinlich nicht vor nachmittags aufstehen. Und da wir schon seit 4 Tagen, also da ich seit 4 Tagen so gefühlt das Gefühl habe, ich muss dir hinterherrennen und von dir kommt irgendwie nichts, war ich ein bisschen angenervt, weil Fitnessstudio-Anmeldung und wir haben so viele Sachen vor. Und dann kam von dir zum Fitnessstudio, ja, lass es lieber einzeln machen, damit wir nicht das Gleiche filmen. Ja. So, und da habe ich direkt gedacht, okay, wegen diesem, weil wir haben zusammen das Video auf der AIDA Nova gedreht. Wir waren jetzt da auf der AIDA Nova, das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und das Video von uns beiden war sehr ähnlich. Und manche Leute haben bei ihm geschrieben, oh, ich habe das bei uns schon gesehen, oder manche haben bei mir geschrieben, habe ich bei Tanzi schon gesehen, ihr habt so ähnlichen Content. Und ich glaube, das hat Tanzi ein bisschen so in dieses Gefühl gegeben, ah ja, wir laden das gleich hoch, oder erzähl du einfach, was du denkst. Ja, also im Großen und Ganzen, wir müssen erstmal von vorne anfangen, also dass das auf jeden Fall nicht der Grund ist, weshalb wir uns nicht mehr gesehen haben. Nee. Also der Anfang... Aber das war nur der Grund, warum ich heute so ein bisschen genervt war, weil ich das Gefühl hatte... Dann das Video gucken wir uns gleich an. Wichtiger so gesehen, von der Fitnessstudio, anstatt wirklich ins Fitnessstudio zu... Also aber wir machen so, ich breche jetzt hier mal ab, die Aufnahme.